Ich erstelle eine Rechnung, die ich an Heidi schicke. Zuerst wähle ich Heidi als Kundin aus und dann gebe ich an, welche Produkte ich Heidi in Rechnung stelle. Das sind zwei. Ich kann auch noch die Zahlungsbedingungen anpassen, falls ich will. Die gesamte Rechnung sehe ich dann als PDF dargestellt und wenn es in Ordnung ist, dann kann ich sie per E-Mail an Heidi verschicken. Die Übersicht von all meinen Rechnungen sehe ich auf dem Dashboard. Ich sehe alle Öffnungen sowie auch überfällige Rechnungen.